Herzlich willkommen bei einer neuen Folge NSPDFR. So, wir haben schon mal direkt unseren ersten Einsatz. Ein gestohlenes Emergency Vehicle. Also wahrscheinlich Polizei oder Krankenwagen. Fahrzeug Overwatch ist schon dran. Overwatch ist dran, wie gesagt. Jetzt kommt der hier, machen wir so eine kleine. Straßenblockade. LSPD! Don't make me shoot you! Verdammt! Dem ist das egal. Zwei Backup-Einheiten. Ein RTW wurde geklopft. Und wir haben ihn nicht. Bremsen wir noch mal aus, würde ich sagen. Nicht geklappt. I need backup. So, bald gebe ich demjenigen 4 Sterne, ey. Wenn das so weitergeht. So, aus der Karre aussteigen. Wenn wir schon mal den Abschlepper rufen. Na gut, Jungs. Habt ihr gut gemacht. Jo, tippitoppi. Kann man weiterfahren wieder, ne? Unsere war ein bisschen kaputt, aber... Na gut. Na gut. Ist halt jetzt so, ne? Ja. Ja. Hier in der Wohnsiedlung. Oh. Was ist belastend? Ulalu. So, fahr jetzt. Kontrollieren wir den Tünnis mal. So, Polizei. Rechts ran. Huch. Hallo. Ich möchte Ihren Ausweis. Einen Moment, Frau Woods, Watson oder Watts. So, prüfen wir mal das Kennzeichen. 8 LF
1. 81 F K P 9 5 7. Oh gut. Gegen ihn liegt jetzt nichts vor. Ja. Können sie eigentlich wieder weiterfahren. Anruf. Andere Richtung. Die will mich, er oder sie will mich provozieren. Hallo, die Polizei. Einmal bitte den Ausweis. So, überprüfen wir seine Daten mal. Okay. Warum fahren sie dann so beschissen? Steigen sie mal aus. Irgendwas an der Macke. Wie fahren sie denn? Haben sie Drogen genommen? Oh Mann, mach mal einen Drogentest mal. Ach. Kokain haben sie genommen. Ist positiv. Ihre Augen sehen noch ein bisschen groß aus, ne? Ich muss sie festnehmen, weil sie die Drogen genommen haben, ne? Gehen Sie bitte auf die Knie. I need backup. What the fuck, dude? So, die Kollegen werden sich um sie kümmern. Fahrzeug ist auch beschlagnahmt. Sorry, clumsy of me. Kein Problem. Mal Platz mit der Mechaniker uns hier. Das Fahrzeug hier abschleppen kann, das der. Hallo, einmal bitte den Tönnister mitnehmen, der hat hier Cannabis genommen. Durchsuchen müssen sie dann aber noch auf der Wache, da habe ich jetzt durchgemacht, okay, danke. Scheinbar braucht das FIB unsere Unterstützung bei der Mafia. Wie super. Super bei einer Mafia.
Diamant an Diamond passiert. Direkt die schießen schon auf mich. Gottes Willen. Also, oh, Kollege. Staub die Gangster vom Diamond. Ich glaube, tot. 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 Ich glaube, den wurde gerade an in den Kopf geschossen. Beschlagnahmt. Beschlagnahmt. Die Waffen sind natürlich auch alle beschlagnahmt. Meine Güte, ey. Ja, und ihr verzieht euch jetzt, ne? Ihr vom FIB oder NUS, was auch immer. Danke für ihre Dienste, Sheriff. Ja, ich hol jetzt einen neuen Schreibenwagen. Dann fahren wir jetzt mal zur Wache, weil der hier gefühlt. Oder ich laufe. Ja, gut, den. Ja, gut. Gut. Ich würde ja gerne den Einsatz annehmen, aber ich habe ein sehr kaputtes Fahrzeug. Ich habe mal eine Frage. Wo ist eigentlich der Motor? Muss der denn nicht vorne sein? Also, ich weiß nicht, ist das so ein Fahrzeug, wo hinten der Motor ist? Oder warum hat der keinen? Gut. Ich hole schon mal einen neuen Wagen. Wir sehen uns. Klar, bis gleich. Gestohlenes Fahrzeug. Und es ist unten geil. Mist. Ah, jetzt. Warum? Nee. Ah. Oh Gott. Dachschadenalarm. Kann man nicht anhalten oder so mal? Nee. Natürlich flüchten sie. So, stehen bleiben, sonst. Nee, stehen bleiben. Security-Typ. Und wenn jetzt hier eine Bahn kommt, dann sind wir ganz schön am Arsch. Deswegen gehen wir mal ganz schnell weg, bevor hier noch ein Zug kommt. Prinzipiell müssen wir hier mal den Zugverkehr mal gerade einstellen, ne? Jetzt hier noch so ein Zug kommt, ne?
Hier rufen wir mal Tow Truck. Den Wagen fahren wir mal gerade kurz noch auf Seite. Kann der genau Tow Truck von hier kommen und dann können wir auch hier den Bahnverkehr auch mal wieder freigeben. Genau. Jetzt ist der da unten oder wie? Ist der da hingelaufen oder was? Komm, können wir das? Oh, das können wir sogar. Ach, der ist uns jetzt gerade entkommen. Blöd. Naja. Das war knapp. Und es war grün. So, ich bedanke mich, dass ihr die Folge angeschaut habt. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Dann haut rein. Ciao.